Und damit herzlich willkommen zurück zu Kanjiro TV. Ja, Alpha Saphir, Nuzlocke, ne? Blabla, muss ich hier glaube ich auch nicht immer wiederholen. Wir machen weiter im Text hier. Im guten Blütenburgwald. Und er hat einen Tank gefunden. War fast nicht offensichtlich. Ne? Was kannst du, was willst du? Naja, du wolltest mich nur darauf hinweisen, dass Items rumliegen. Ja, ich muss hier lang. Bist du das schon mit den Waren? Wie wenn's raus wird? Ja, wo ist er? Hey, Fehlanzeige. Hast du irgendwo Knete und Gegenstände und so? Und da kommt der Bleppo-Verein. Und eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst so was von rum hier. Die Batterie hat mich angekotzt. Jetzt musst du doch schneller mal vorankommen hier. So, jetzt klatscht dich um. Oh ja, du willst mir die Waren. Ja, damit jetzt. Hilfe! Bist du ein Pokémon-Trainer? Bitte hilf mir! Was soll denn das jetzt werden? Ich bin von Team Aqua und auch ein Kind hat keine Gnade verdient hier. Ab jetzt. Ja, mit der Ware habe ich gesagt. Ja, ne? Team Aqua. Erst einmal. Mit der Pfiffen. Das habe ich nie so richtig verstanden. Warum haben sie nicht eher Wasser-Pokémon? Dabei hat Step. Was hat eigentlich? Kann ich das nicht irgendwo? Nee, kann ich gerade nicht. Warte mal gucken, wie stark die Attacke ist. Das ging noch nicht, ne? Also doch, geht schon, wenn ich auf Pokémon wechseln gehe. Das ist schon klar. Vielleicht mache ich das ja jetzt mal. Einfach mal Interesse halber. Will einfach mal gucken. Bericht. Attacken. Nabel hat 35, also bekommt es, hat 60, glaube ich. Ja. Aber gut, es kriegt auch einen Step auf Ruckzuckieb. Also wäre Ruckzuckieb sogar stärker, meine ich. Das hat auf jeden Fall 60. 1,5 müsste es sein. Schwing! Plus auf Initiative, jedenfalls nicht verkehrt. Du bist ja richtig doof, Mann. Ja, da hast du gedacht, war. Du hast vielleicht Nerven, Mann. Ich bin von Team Aqua, Mann. Wie kannst du dich mit uns anlegen, Mann? Los, zweite Runde jetzt. Hm. Ja, wird wohl eine Strauß ab nach Mittag, sieh ich schnell. Das war wirklich knapp, Mann. Gerade so. Ich habe was für dich. Ein EP-Teil nicht verkehrt. Aber auch wieder ein bisschen zu OP. Ja, EP-Teil, da wisst ihr ja, wie das funktioniert war. Ja, ja. Danke fürs Heilen. Wollt ihr nicht nach Metaross City? Schnell hinterher. Bisschen Lebensmittel, was? So. Ja, ups, verdeckt, ne? EP-Teil, ja. Ist der jetzt eingeschaltet? Ja, ist er. Lass mal an und gucken wir das Desaster mal an. Wenn es zu viel wird, muss ich halt bremsen. Aber das ist jetzt auch nicht schlecht wegen gerade sowas hier wie, ja. Aber stimmt ja Tatsache. Ich hätte ja auch die ganze Zeit Kali leveln können. Willst du kämpfen? Nee, Mann, ich will dich nur voll sammeln. Na gut, aber du willst kämpfen, das weiß ich. Das sieht man. Aber jetzt habe ich einen Feuerzahn für dich. Gernot, einen Kader. Habe ich früher voll geil gefunden, den Kader, vor allem Ninja-Turm.
Naja. Weiter. Wobei Ninjask ja so schlecht auch nicht. Du spinnst wohl ein bisschen, oder? Also, was machen die für Schaden? Der macht viel mehr Schaden, als ich gedacht hätte mit seinem Absorber. Und vor allem verstehe ich auch gar nicht, warum der mich gerade geoutspielt hat. Frederick erreicht Level 4. Ist mir scheißegal. Genauso wie bei Mike. Ihr seid eh nur Opfer gehabt. Vorerst. So, Item. Eder jedenfalls nicht verkehrt, aber brauche ich jetzt noch lange nicht. Hier kommen wir noch nicht weiter. Da fehlt der Zerschneiders. Hä? Hier spricht das Blütenburg-Kommando. Kann mir jemand hören? Kommandant Wolfgang, gab schlechte Neuigkeiten. Die Mission ist gescheitert. Wir haben Probleme mit dem Mjör. Ja, ja. Machen wir. Ui, ui. Diese Gör, das hat schon was auf dem Kasten, wa? Ja, bloß raus hier. Kämpfen. Der hat Hilfe von Attack. Oh, Wiederhall. Hm. Ah, ich weiß. So. Wiederhall. Stärke 40. Steigt aber. Aber ich möchte Queen nicht beibringen eigentlich. Obwohl es einen Stab noch oben rein kriegt. Eigentlich wäre es gar nicht so schlecht, oder? Hier gibt es einen Counter. Oder? Warte mal. Was ist das für Ruhe? Route 4. Ne, das war Route 4 noch. Route 4 war aber auch unten. Also nichts Encounter. Erstmal nehme ich die Bären mit. Bin ich am Struggle mit Wiederhall. Er war halt auch nur normal, ne? Naja, schaden kann es erstmal nicht. Und das wird halt mit jeder Attacke auch stärker. Das ist, Ja, ich nehme lieber Heuler weg. Aber halte ich lieber Energiefokus, dann kriege ich mehr Crit. Und das ist nicht verkehrt. So. Problem gelöst. X Angriff. Bei einer Nuzlocke übrigens auch nicht verkehrt. Also im normalen Playthrough benutze ich sowas nie. Das lohnt sich halt nicht. Ja, oder sagen wir mal ganz selten. Flucht, tschüssi, ne? War nett mit dir. Warum Pello? Ja, wenn man nicht also normal läuft und dann noch flieht und so, dann sind die Encounter natürlich noch höher. Vielleicht kann ich ja mit meinem banalen Pokémon-Wissen den einen oder anderen noch abholen. Da gibt es ja mittlerweile viele YouTuber und so, die deutlich mehr Wissen haben als ich. Dadurch, dass sie auch viel mehr Competitive-Erfahrung haben. Ich kenne ja zum Beispiel auch nicht jedes Wesen jetzt auswendig oder jede Fähigkeit. Wobei man sich auch schnell dran gewöhnt. Aber bei jetzt um die 1000 Pokémon oder was das sind, das ist halt auch ganz schön. Warum? Was? Ich muss gleich mal gucken, was der nochmal für ein Init hat. Ist da. Wie scheiße ist denn sein Init? Und, das war's dann auch wieder komplett mit dem Verbrennen, ne? Dass ich mich immer so kratzen muss. Und immer. In der Aufnahme.
Ja, ja. Du machst mein Püffchen kaputt, Sikorski. Ich habe einige Top genäht. Sag mal, was spiele ich denn hier? Das kenne ich so überhaupt nicht. Wie lange habe ich denn schon bitte? So, jetzt kann ich auch rausgehen. Na komm, ich nehme jetzt ihn, da ist der Heuler egal. Wollte erst mal gerade Dings ausprobieren, wieder heilen, aber lohnt nicht. Anstrengend. So. Ah ja, hat er eigentlich schon den Bodentyp? Nee, ne? Eigentlich brauche ich gar keinen Bodentyp. Wow. Was stimmt mit denen nicht? Was hat der für ein Spitzdev? Gut, er ist Level 10, aber trotzdem. Oh, so ein Crit hätte mir jetzt richtig Panik gemacht. What the? Eieiei, Junge, Junge, Junge. Ah, schon ein bisschen geschwitzt hier. So, EP-Teiler. Ja. Lea, Giftstarre, perfekt. Queenie muss jetzt nicht unbedingt Level 11 werden. Da geht es nämlich schon los. Ja, Superschall brauche ich jetzt alles nicht. Wie gesagt, bei Level 14 ist Schluss, ne? Ich weiß gar nicht, was war die erste Arena? Ich weiß, dass ich den Namen ja erst gehört habe, aber ich weiß nicht. Ich habe es wieder vergessen. So, was hast du denn für die 12. 13. Und du hast 26, das war mir klar. Wow, wo stehst du? Also absoluter Müll. Hm. Ich von dir eine Kanne. Welmer Kanne, glaube ich, ne? Aber ja, ja. Ich heiße sowieso. Na klar, möchte ich mit Bären spielen. Ich kann auch mit deinen Bären spielen. What? Ja, ja. Ich wollte mit dir sprechen. Wühlbierbeere. Ja. Ich war aber so, dass ich hier noch die Kanne kriege. Also, die Wilma-Kanne, sag ich doch. Ja, komm, quatsch mir alle in die voll, ihr Blumen-Ladies. Ich opfer mal einen Trank. Bevor jetzt irgendwas Unverhofftes passiert. Let's fett, Digga, Mann. Ich klatsch die Gehöre weg. Klingt auch irgendwie falsch. Ignoriert, was ich gesagt habe. Ich wollte den Typen gucken, weil jetzt, wo ich eine Tote sehe, war das jetzt schon Wasserpflanze? Scheint egal zu sein. Schüsseltote. Achso, guckt wie Jimmy, wenn er sich anstrengt beim Denken. Nils! Sehr nice! Tschüss, Nils! War nett mit dir. Oh, es hat mehr ausgehalten, als ich gedacht hätte. Och, nö! Kegelsamen feiere ich jetzt so gar nicht. Hallo! Wenn ich jetzt Verbrennung draufkriege, wäre es hilfreich. Danke! Meine Glaskugel, wo ist sie? Ich habe sie noch nicht gefunden. Jetzt wird nämlich die Verbrennung wenigstens dagegen halten. Ne? Das ist etwas. Wobei, gut, auf der anderen Seite gebraucht hätte ich jetzt nicht. Noch sind die Kämpfe entspannt. Wird noch schlimmer, obwohl ich ja jetzt schon ab und zu mal schwitze.
Oh Gott, ich sehe schon, was da kommt. Ich habe auch ein Pech mit dem Jinxen. Lass ich Leia jetzt trotzdem drin. Risno fahren, komm. Und zwar wegen dem Giftstachel. Motto zusammenmutze, ja. Ist Level 9, ist jetzt nicht ganz so geil. Ich mache trotzdem mal einen Giftstachel auf Lotwurzel. Und dann gucken wir mal, dass ich Dings wegbekomme. Ja gut, das ist mir scheißegal, dass da ein Verteidiger ist. Tja. So, jetzt müsste trotzdem der Feuerzeichen vollkommen für Samote reichen. Und ich mache trotzdem noch einen Giftstachel nochmal auf Lotusse, weil es zu perfekt ist. Jo. Tsching. Ja. Biss, sehr nice. Das habe ich jetzt gebraucht. Ich habe auf sowas gehofft. Ich wusste nicht mehr, ob Biss oder noch was anderes kommt, aber... Ach, die Level, ne? Au. Dum, 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 bum, 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 bum. Gleich mal Biss mal. Wobei, ups, wobei Biss aber eigentlich nicht so gut ist auf ihn. Weil es kein Step ist, aber... Never mind. Leia, Level 7. Du müsstest dich, glaube ich, sogar schon entwickeln langsam. Mit 9, oder? Spätestens. Ha! Ich weiß gar nicht, wovon es mehr abhängig ist, ob es Pudox oder Papinella wird. Panekon, das heißt, das wird zu einem Pulox, ne? Panekon? Da muss ich kurz mal, ich guck mal kurz. Papinella wurde es, wenn es auch dieses geriffelte Dings hat, diese geriffelten, diese Augenpartie, die so geriffelt ist. So, kleinen Moment, Leute. Hm. Ja, genau, wird zu Pulox und Shaloko würde zu Papinella werden. Also, Pudox. Schade. Papinella hat mir mehr gefallen. Egal. So, ich möchte gerne die Attacke anpassen. So. Packen wir mal hier hin, glaube ich. Trotzdem Initiative ab, ist das nicht toll. Hm. Egal. Achso. 11, 7. Level. Ne? Das ist... Muss ich gleich abschalten, wenn es weitergeht. Noch werde ich auch keine Beeren pflanzen. Also ich würde, so sage ich mal, mit Level 12, 13 würde ich schon in die Arena gehen. Wollen. Hallo? Hallo? Ja, Lehmboden? Mhm. Marotbeeren. Hallo, sehr. Na klar, Wasser-Pokémon. Kabuto. Auch kein schlechtes Pokémon, ne? Also wie gesagt, Garados halt, ne? Garados ist das Vernichter. Tschüss.
Es hat ein bisschen überlebt, na klar. Bin nicht so begeistert von Pfiffchen, wie ich gedacht hätte. Doch, es ist nicht Pfiffchen Unlicht. Es wird aber Unlicht auf jeden Fall, meine ich. Jetzt Magnalien. Ja, ja, komm. Hör auf. Sag mal, wurden die Kaper doch immer größer? Oder meine ich das? Den Rest jetzt machen können. Dann hat er jetzt outspeeded und jetzt ist er wieder mit Plätscher schneller. Also manchmal verstehe ich nicht Rollen auf die Initiative nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kapador so eine hohe Init hat. So, jetzt nochmal kurz gucken. Ich weiß nicht, ich nerv damit. Ja, Unlicht, also kriegt er sogar einen Step. Tauschen wir mal um. Ne, hier ist es nur Wasser. Ja, noch. Mit Moorabel müsste es den Bodentypen dazu bekommen. Hier gehen wir gleich rum. Mit der Rost City, Mann, ich bin angekommen. Yeah, oh yeah. Oh, wait. Nee. Ich habe ja Sinelbeeren, ne? 14 Stück sogar. Ha. Lead ich jetzt mit Leer. Ich glaube nämlich, da kommt Zigzags gleich und nervt. Bin mir nicht sicher. Die hat ja ein Gekabor. Dagegen ist gut Queen und Leer. Come on. Let's do it. Okay, kommt noch nicht. Oder? Doch, da ist er. Hallo, ich habe schon gewartet. Ich stalk dich schon die ganze Zeit. Und was für eine riesige Stadt. Guck mal, ich habe mit der Drohne von oben Aufnahmen gemacht, um dir zu zeigen, wie groß die Stadt ist. Und da ist auch die Arena. Ah, die steht auch schon auf meiner Liste. Aber okay, sie will noch nicht fighten. Das kommt danach dran. Aber bin ich mir ganz sicher, ob davor oder danach. Aber hier gucken wir uns erstmal um. Ja. Ja, könnte eigentlich auch erstmal heilen. Ich weiß nicht mehr, wer alles irgendwas mir gibt. Aber ich glaube, hier gibt es ein paar Items auf jeden Fall, die man abholen kann. Ich muss nur mal zwischendurch mal die Zeit so ein bisschen im Auge behalten. Verpeilert nämlich in letzter Zeit ganz gerne. Jetzt heilen wir erstmal schnell. Obwohl, ja, hier ist dann die Dings. Heilung kommt ja erst noch. Ihr habt nichts. Naja, Spitzname. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob das hier auch noch so ist. War mal eine Zeit lang so und ich glaube, das wurde auch sogar mit Generation 3 eingefügt, dass wenn du einen Spitznamen vergeben hast, die Pokémon schneller leveln. Oder, bessere Stats hatten oder irgendwie so ein Scheiß. Du musst mit deinem Bruder Zimmer teilen, auch strange. Hat man, glaube ich, nie gemacht, oder? Also, ich könnte ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr früher, wenn ihr eine Schwester hattet oder einen Bruder, ob ihr dann
ein Zimmer teilen musstet. Bei uns war es zumindest immer so, nur die Jungs und nur die Mädchen zusammen, wenn überhaupt. Felicia, genau, das ist die Arena-Leiterin. Was hatte die nicht auch Stein? Ja, Schule. Komm, oder was wollt ihr? Bitte zum Beispiel die vielen Ohren erklären. Nee, komm on. Hey, Professor. Ja, Flinkklaue. Hm, danke. Flinkklaue ist natürlich nice. Ja, ich weiß, was die Flinkklaue macht. Danke. Jetzt nur die Frage. Wir hatten den geringsten Innen. 8, 12, 14. Also natürlich, Fabini kriegt's nicht. Er hat eigentlich eine hohe Base Innen, glaube ich. Ach komm, ich gebe es einfach dem Käfer. What should I do? Wird eh nicht so strong und muss irgendwann ausgewechselt werden. Leider. So. So, das hätten wir dann auch schon. Und jetzt neigt sich der Part auch langsam dem Ende. Also die Arena werde ich jetzt nicht mehr machen. Hier ist doch der Devon-Typ, ne? Hm, ja. Wie kannst du jetzt eine Suche geben? Wegen dem Paneko? Ineko, sorry. Neko. Ah, hat er einen Ass-Trainer. Ein Leichtstein, okay. Wofür war der nochmal gut? Ich weiß, dass er das Gewicht ändert, ne? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau. Es gibt natürlich Attacken, die aufs Gewicht gehen. Ne? Ja, ja. Der Premiere bei dir nämlich danken mit. Hey, dich habe ich da unten getroffen. Wie bist du so schnell nach oben gekommen? Sehr verwirrend. Ich hole sowas nicht. What? Schwieriges Haus. Ich möchte bitte hier wieder raus. Ja, ja. I know, I know. Devon Corporation. Da war die Arena, by the way. Wurde uns ja schon gezeigt. Ich habe jetzt nur noch das Haus hier ab. Ja. Nein, wait, what? Ich habe meinen Namen. Holen sich die Leute vor. Lust, einen Bonus aus deiner Sammlung gegen meinen Makuhita zu tauschen? Ich habe leider keinen Bonus. Makuhita würde ich sogar nehmen. Kampf-Pokémon. Niemals schlecht. Wisst ihr, könnte sein, dass das sogar eine normale Arena ist. Ja, ich könnte noch vorher einen Encounter triggern. Aber all das erfahren wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Monaslock. Saphir bei Kachiro TV. Bis dahin, wir sind cool, Leute.